Jena und der magische Schrank. Ein Wattpad-Roman von PTS Super Army 24. Kapitel 1. Der Schrank. Ich bin Lena Darsen und bin neulich nach Haronau gezogen. Meine Familie besteht aus 4 Leuten. Meine Mutter Sabrina Darsen, mein Vater Thomas Darsen, mein Bruder Johnny Darsen und mir, Lena Darsen. Jetzt müssen wir erstmal alles einräumen und die Zimmer verteilen. Ich bekam ein Zimmer mit einem alten Schrank, der aber schön aussah. Als es 20.38 Uhr Abend war und jeder in seinem Zimmer war, entschloss ich mich mal reinzuschauen. Darin fand ich große Mäntel, doch dahinter waren noch mehr Mäntel, also stieg ich mit einem Fuß rein und dann mit dem anderen. Ich ging immer weiter und ich erwartete, dass bald eine Wand kommen würde, doch die kam nicht. Komisch, flüstere ich vor mich hin. Weil die Wand nicht kam, ging ich immer weiter, weiter, weiter und immer weiter. Doch die Wand, die kam einfach nicht. Ich murmelte leise vor mich hin. Wie groß ist dieser Schrank eigentlich? Ich dachte schon, ich wäre dumm und bemerkte nicht, dass ich gerade im Kreis gehe. Doch dann stand ich auf einmal mit einem Hausschuhen im kalten Schnee. Es war eisig kalt und ich kann es einfach nicht fassen, dass ich auf einmal im Schnee stand. Ich sah mich um, doch ich sah nur Schnee und noch mehr Schnee. Wo bin ich denn rausgekommen? Frage ich mich verwundert. Und warum habe ich bloß keine der Mäntel mitgenommen? Es war so kalt, dass ich fast erfrieren könnte, und ich ging weiter in der Hoffnung, wieder plötzlich in meinem Zimmer sein zu können. Wie ich hier hingekommen bin? Ich sah in der Ferne Schneemänner. Ich lief zu ihnen und es waren 5 verschiedene. Einer klein, der andere groß. Noch ein anderer dick, der andere schmal. Und einer war normal. Ich betrachtete einen nach dem anderen und als ich alle betrachtet habe, kamen mir die anderen komisch vor. Sie standen anders als vorher. Ich tat so, als würde ich gehen. Ich machte meine Handykamera an und versteckte sie so, dass man es nicht sieht, ich es aber trotzdem filmen kann. Was los ist? Ich bog nach links und als ich außer Reichweite war, schaute ich mir das Video an. Und was ich sah, glaubte ich nicht. Sie bewegten sich wirklich. Danke fürs Zuhören. Wenn euch das kleine Projekt gefallen hat, dann bewertet doch das Video und sagt mir, was ihr davon haltet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.